Das ist unser Mäusetempel. Eigentlich sollten unsere Schutzgötter zwei Nishiki-Vögel mit ihren Mäusedienern hier leben. Nishiki, das waren doch die am Anfang. Doch die Nishiki-Vögel sind fort und Diener sind nicht mehr nötig. Ich war selbst ein Tempelwächter. Was ist das denn? Wenn du die Nishiki-Vögel triffst, benutzt bitte diese Flügel. Der Wind, der sie erfasst, müsste sich zusammen mit den Nishiki-Vögeln zurück zum Tempel tragen. Okay, die sind ja wahrscheinlich, schätze ich mal, in dem Dorf der Fischer. Aber es hat alles keinen Sinn, wenn es keine zwei erwachsenen Nishiki-Vögel gibt. Pass bitte bis dahin gut auf sie auf. Okay, ich schätze... Oh, Entschuldigung, ich bin mit meiner Hand gegen das Mikrofon gekommen. Ich schätze mal, dass wir das einfach im Dorf der Fischer benutzen müssen. Ich möchte gerne... Da. Das. Da möchte ich raus. Wow. Okay, dann... Wie werden wir denn wieder groß? Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal alle Mäuse-Dinger ausprobieren. Hier war nämlich auch eins. Also ich schätze... Oh. Sag nicht, dass wir die nicht öffnen können. Okay, ich muss mir das mal aufschreiben. Weiße Truhe Zirkusdorf Älteste. So. Also groß werde ich, denke ich mal, wenn wir einfach rückwärts durch diese Maschine laufen. Aber das wollen wir jetzt ja nicht. Wir wollen erstmal hier erkunden. Du hast einen blauen Schwanz. Wir sind die Blauis. Mhm. Wir Mäuse können überall leben, deshalb haben wir überall Freunde wohnen. Oh. Dafür. Ah, ne, Moment. Ich meine, es gäbe überall nur eins. Wo kommen wir jetzt hin? Weiß ich gar nicht mehr. Wo war denn hier eins? Können wir... Ah. Hat mir das aber im ersten Teil besser gefallen, dass das nochmal so eine ganze Unterwasserhöhle... Unterwelthöhle war. Ich heiße Weißi. Kennst du das Mäusedorf am Anfangsstrand? Da gibt's viele leckere Berrynüsse. Ich bin so neidisch. Tot. Tot, 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 tot. Ich sollte mich vielleicht doch teleportieren, wenn ich klein bin. Aber ich wollte es mir einfach machen.
Ja, bitte. Sind wir noch klein? Ich glaube nicht, dass wir klein sind. Aber wir haben ja hier die Minita-Glocke bekommen. Hatten wir eine Glocke von der Kujara Ranch? Wir waren auf jeden Fall nicht klein. So, dann würde ich sagen, Moment, wir machen das nochmal rückgängig. Halt. Da wir anscheinend nicht sprechen können mit den Leuten, wenn wir klein sind, ich möchte jetzt erstmal mit der Dame nochmal reden, weil ich glaube, wir haben ja jetzt alles von der. Von der Harfe. Ich glaube es. So. Komm, ey. Drecksvieh. Was ist hier mit der Tür? Können wir da jetzt hin? Verschlossen. So. Nein. Ach Gott. Als sie mir die Harfe wegnahmen, sah ich, wie sie sie in vier Teile zerlegten. Sie nahmen die rechte Harfenseite, die Hellklang. Sie warfen die Teile. Okay, dann haben wir anscheinend noch nicht alles. Ich dachte, wir hätten alles. Wir haben rechte Hafenhälfte, da Tiefklangperle, Hellklangperle, fehlt dann noch die andere Seite. Ach, kacke, ey. Die Frage ist, wo sind die anderen Teile? Halt. Ha. Ich drücke mal irgendwas mit Quadrat. Ach Mann, warum?
So. Ich werde jetzt erstmal. Wir haben noch normale Mahlzeiten noch gehabt, irgendwo hier und da. Wie viel füllt die denn auf? Boah, das reicht erstmal. So, was wollte ich hier? Achso, genau, ich wollte mich wieder klein machen lassen. Das ist der Gerät. So. Eine Glocke vom Fischerdorf haben wir, glaube ich, auch nicht. Na gut, dann. Fangen wir hier mal an. Dann gehen wir erstmal in den Hintergrund und versuchen mal die olle Feder zu benutzen. Wir müssen ihn noch nicht mal benutzen, das macht er von selbst. Haben die uns jetzt mitgenommen? Sieht so aus, ne? So, was krieg ich jetzt? Nun endliche Feder, da wäre der Burner. Die Nishiki-Vögel sind zurück. Gut, jetzt ist unser Tempel wieder sicher. Aber sieh doch. Oh ja, diese Farbkombination bedeutet, die Diener müssen. Die nächsten Diener der Nishiki-Vögel sind die weißschwänzigen Weißis. Farbkombinationen erfordern bestimmte Diener, sonst klappt es nicht. Aber wer weiß, wo sie sind? Sag uns Bescheid, wenn du ein paar Nishiki-Vögel findest.